Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union. Rückzug zum Hornissennest. Und ja, ich hoffe, wir gewinnen das hier. Und ja. Die Konföderierten greifen uns weiter an. Dies ist der perfekte Standort für eine neue Verteidigungsbarriere. Okay. Oh, es gibt Nachschub. Die Rebellen müssen uns von hier vertreiben, um nach Pittsburgh Landing vorzurücken. Der Wald gefällt mir. Die Gebäude, das hier gefällt mir. Das kleine Wäldchen, da könnte eine Einheit rein. Hier vielleicht noch. Hier. Das ist ganz. Oh, hier auch. Es ist ratsam, dieses Gebiet so schnell zu sichern, bevor unsere Flanke überrannt werden. Ja, das ist doof. Je länger wir sie bei der Shiloh-Kirche verzögern, umso bessere Chancen haben wir, Pittsburgh Landing zu sichern. Viel Glück, General! Ja! Mit was soll ich jetzt das da sichern? Mit diesen Einheiten? Fragezeichen? So, Pause, 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 Pause. Weil hier kriegen wir ja gerade auch eins deftig mächtig auf die Nase. Warte mal. Ach, jetzt haben wir das gesamte Schlachtfeld. Das heißt, diese Position hier können wir aufgeben. Harrison, hör auf, die zu attackieren. Das heißt, dup, dup, dup. Ihr gebt mal Gummi. Ich weiß noch nicht wo, aber bitte erstmal hier irgendwo hin. Das Kanönchen mit Hühnchen lasse ich schon mal zurück ziehen, genauso wie dieses Kanönchen. Das heißt, einmal Munition dahin, einmal dahin. So, oder warte mal, ganz anders. Einmal Munition brauchen wir, müssen wir trotzdem hier diese Position müssen wir halten. Komme, was wolle, das müssen wir halten. Shiloh-Kirche und das Hornissennest da hinten. Ja. Wie lange wir das hier noch halten, kann ich euch nicht sagen. So, wo ist meine Kavallerie? Ach, die schafft es nicht, dahin zu laufen. Ich hätte sie hier irgendwie zurückziehen lassen sollen. So, was haben wir hier hinten noch? Noch mehr Kavallerie von mir, das ist ganz geil. Ich setze den nochmal da daran. Den Supply schicke ich mal da lang. Die können weiter da beschießen. Den Punkt müssen wir eh halten. So. Ich lasse den Kanonen noch einen kurzen Augenblick. Wir müssen versuchen, dass wir die Leute hier noch halten. So, Harrison habe ich vergessen. Scheiße, Harrison läuft. Habe ich vergessen. So, ihr habt euch mal wieder, ja, kommt mal wieder in den Wald. So, jetzt wird der wahrscheinlich gleich flankieren. Er bewegt deinen Arsch. Danke. Was ist denn da passiert? Warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich was verpasst? Was ist denn da gerade passiert? Warum rennt ihr beiden da raus? Und warum rennst du dahin? Ich habe dich doch nie angefasst, mein Freundchen. So, dahin. Aber sowas von. Ratzefatz. Einmal ratzefatz, bitte. Da habt ihr nämlich nichts wegzulaufen. Ihr könnt doch nicht einfach da die Linie aufheben. Kommt man da hin? Oh, komm. Der sieht dich doch schon. Den darfst du nochmal angreifen. Warte, warte, warte. Haben die meinen Supply übernommen? Nö. Okay. Das ist alles doof.
einfach mal die Kavallerie ein bisschen zu beschießen. Ich weiß nicht, wie lange die das hier noch aushalten. So, dann bitte einmal hier rüber. Die sind weg. Das ist ja schön. Oh, die laufen weiter ins Zentrum. Wo ist denn Wickham? Komm mal kurz her, wir müssen mal ein bisschen gucken hier. Wenn die jetzt hier von der Seite kommen, dann muss ich die aufgeben. Das geht einfach nicht anders. So, Kanone hat er. Weg, dann darfst du weiter vorlaufen. So, Harrison lebt auf. Hab ich vergessen. Entschuldigung. Kommt ihr bitte mal zur Seite. Ja, ein bisschen weiter weg vielleicht. Und da haben wir einen Supply. Und Harrison, lauf mal weiter weg. Vielleicht ziehen wir die weg. So. Weißt du was? Die Kanonen packe ich zentraler dahin. Munition bitte hin. So, Nelsons Division von Bulls Corps ist früher eingetroffen als erwartet. Ich weiß nicht, wer es ist. Der kriegt von mir einen Orden. Ist ein netter. Das ist ein netter, den will ich haben. Ist ein guter, netter Mann. So, ich mache erstmal auf Pause. Leben meine Leute da noch? Ja, die leben noch. Noch. Das heißt, ja, Katze, ich habe dich gehört. Die Zuschauer haben dich aber nicht gehört. Ist aber nicht so schlimm. So, die sind sehr... Ja, Katze, du bist super. Ich weiß aber nicht, ob ihr die hört. Darum erwähne ich das immer. Ich möchte aber nicht... So, erstmal, du bist ganz doof. Du gehst mal in den Wald. Du wirst ihn unterstützen. Du bleibst hier. Und ihr seid jetzt da meine Verteidigung. Ihr nehmt ihr da den Punkt ein. Und du da mit deinen dicken Leuten. Ihr kommt dann dahin. Und dann haben wir hier die nächsten dicken. Okay, jetzt mit dahin. Irgendwie packen wir das schon. So, weiter. So, hier Angriff. Da hinten bewegen sich immer noch. Kannst du bitte mal darüber kommen? Mal gucken, was da passiert. So. Ich schwöre, ich hoffe, ich verwirre die Leute so ein bisschen. Seid ihr geschützt? Das gefällt mir nicht. Zurücklaufen. Da den Russell töten. Mal kurz pausieren. Tötet ihr den? Seid ihr da Freunde geworden? Trinkt ihr Tee? Was macht ihr hier? Er ist noch gar nicht da. Gut. So, mein Freundchen, du ziehst dich ja gerade zurück. Das heißt... Hier ist ein schöner Punkt. Einmal bitte dahin. So, 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 so. Ich bräuchte gerne mehr Verstärkung. Zieh es jetzt zurück. Zieh immer sie zurück. Ihr seid schon alle quasi nicht existent. Es ist egal. Wenn ich einen zurückziehe, dann flankieren die das Pompt hier schon. Nee, komm, wir ziehen sie zurück. Das wird nichts. Einmal zurück. Und einmal zurück. Und die Kanone steht. Die sind auch fast da, die Leute. So. Wenn hier weiter Infanterie weg ist, dann jagen wir Kanonen. Und hier einfach mal bitte weiter dahin und dann einfach nerven. So.
Wir wissen ja, die wandern weiter weg. Vielleicht diese Kanonen auch noch mal weiter wegwandern. Ja, wir können sie erstmal hier weiter ins Zentrum packen. Und dann gucken wir mal. So, dann muss einer hier mal schirmen. Wir brauchen mal hier eine Führungskraft. Definitiv. Attacke. Jungs, laufen. Nehmt die Beine in die Hand. Gebt Gas da. Aber zackig. So. Es reicht schon. Da bleibst du mal hier. Die kommen schon nach. Ja, flankiert. Es tut mir leid. Du wirst auch flankiert. Komm, hau ab. Ja, schade. So. Ah, der läuft auch. So. Kommst mal wieder hier so hin. So, wie viel Schutz hast du da? 100. Bleib mal da, wo du bist. Jetzt haben wir eine schöne Situation. Die Kanonen sind beschäftigt. So, du hast sie aufgehalten. Was haben wir da für Wald? Komm mal da weiter verstärken. So. Ich muss kurz Pause machen. Entschuldigung. Hier. Wolltest du eigentlich mal dahin laufen, weil du so nett bist? Und deinen Arsch bewegen. So. Hier haben wir jetzt die stärkeren Einheiten. Das heißt, du kommst dahin. So, Stone, du hast auch ganz schön viel verloren. Hier geh in die Reserve. So, du kommst hier mit an die Seite. Der eine läuft dahin, du läufst dahin. Sollte passen. So, der kriegt nichts mehr geschissen. Der bleibt einfach hinten. Und ich wette mit euch, wir haben schon wieder zigtausend Mann an Verlusten. Also ich gehe von außen, Drittel wird's auf jeden Fall. Weil der Feind hatte einfach zu viele Einheiten. So. Ist einfach so. So, Harrison, vielleicht kriege ich dich auch nochmal zurück. Du sollst ja nicht so viel Krieg machen, einfach nur so ein bisschen nerven, wie Wickham gerade. Aber gibt's Wickhams Trupp noch? Der ist da hinten, genau. Die könnten wir zusammenführen eigentlich. Aber soll er mal ruhig ein bisschen nerven, die letzten Leute da. So, Kanone. Genau, mach die mal tot. Ja, nur ein toter Graurock ist ein guter Graurock. Genau. Lauf da mal, Lindsay Lohan. Lauf da mal schön in die Falle. In die Schnapsfalle hier. 89 Deckung. Und da läuft er wieder. Wunderbar. So, Lennart, einfach kannst du hier bleiben. Du hast da über 70, 80 im Wald. Gefällt mir, bleibst. Genau, dann gibt's weiter auf die Nase. Was hast du? 60, ist okay. Bleibt. Heinrich, ja, ist in der Nähe, bleibt. So, und ja, okay. Wickham ist nach Hause gegangen. Hat er sie verdient. Jetzt haben wir natürlich hier keine Speer mehr. Dafür rennen die nach Hause. Das ist jetzt auch nur noch zum Vorposten. Die werde ich auch noch wegziehen. Quasi. So, du siehst ganz doof aus. Mit, ja, hast keinen Vorgesetzten mehr. Der Wald ist scheiße. Können wir sie nicht in die Mitte? Können wir nicht diesen Punkt aufgeben? Und quasi, komm mal hierher. Nicht zurück. So, und wir ziehen. Warte mal. Komm du mal dahin. Und du nimmst diesen Punkt ein. Ich will sie in der Mitte haben. Und dann schön von allen Seiten.
So, da sehe ich Supply. Den ich haben, hol mir. Supply holen und zurückziehen. So. Trau dich mal wieder. Vielleicht sind sie nachgezogen. So ein paar Meter hier so vielleicht hin. Ich muss sie gleich zurückziehen. Supply hat aufgegeben. Ich muss pausieren. Entschuldigung. Supply hat aufgegeben. Supply geht erstmal kurz hier hinten hin. Und wir ziehen unsere Kavallerie wieder zurück. Und weiter. McDowell hat auch ganz schön gut was weggesteckt. Versuche ihn zu tauschen, aber ich habe Angst, dass Russell dann die Bewegung ausnutzt und ihn tötet. So, die sind noch nicht ganz da, ne? Baxter, schön seitlich ran da. Das geht nicht gut. Können wir sie von hinten noch irgendwie piesacken? Schutz hast du da 70. Das ist auch jetzt nicht so die Krönung. Aber die Leute halten sie echt schon auf. Das ist nicht schlecht. So. Ach, die Kanonen sind zu weit da hinten, ey. Scheiße. Ah, die kommen erstmal hier rüber. Penrose wurde verwundet. Das ist echt blöd. Wo war Penrose? Da hinten. Dann ziehe ich euch hierhin zurück. Ihr bewegt euch aber alle, ne? Schnell, okay. Ja, es tut mir leid, was, ich wüsste jetzt nicht, die halten das nicht länger da aus. Ich muss die anderen endlich mal reinbinden. Das war nur eine vorgezogene Haltung, damit wir vielleicht länger das hier halten können. Ne, hier Bruce muss in Einsatz, Hazen und die über 1000 Mann müssen in den Kampf. So, jetzt könnte man... Ah, ist immer noch zu nah. Ich glaube, wie viel Wald hast du? Es tut mir leid, Penrose ist so ein cooler Mann. Naylor ist auch schon nach Hause gegangen. Ah. Schau mal, da ist noch eine Kanone. Die holen wir uns jetzt mal. So, du gehst hier bitte mal rüber. Und du kommst hier rüber. Wo ist nicht die einzige Kanone? Dann hol die erstmal den da. Einfach nur mal kurz Hallo sagen. Ein bisschen anstechen die Leute. Und dann nach Hause. So, am besten bevor sich Taylor dreht. Taylor dreht noch und wir ziehen zurück. Wäre jetzt der Idealfall. So, hier, das ist, haut irgendwie hin. Franklin, nach Hause. Es reicht.
So, Harrison vielleicht nochmal hier zum Ärgern. Gut. Ah, hier müssen wir über den Fluss, das gefällt mir nicht. Der braucht mehr Wald. Der braucht einfach mehr Wald. So, und hier sind sie nicht rangekommen. Das ärgert mich. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie mehr hier links lang gehen. Ah, die kriegen Einheiten von einem Russell. Genau, er dreht sich, weil er kriegt von Harrison mit. Ein, zwei Salben, Harrison, und dann zieh ich dich zurück. Er dreht sich hier ganz schön rum. Niedlidum. Harrison, Feuer. Das war's, hau ab. Die haben sich gedreht, sind beschäftigt. Harrison, lauf. So. Komm mal hier weiter. Ach, es ist Wheeler, ne? Der hat eh nicht so viel. Oh, Harrison hat einen draufgekriegt. Schade. Nee, tun wir weiter. Noch sind wir nicht entdeckt. Wir müssen die hier so ein bisschen ärgern. Ah, das wird nichts. Zurück. Wurden gesichtet. Die anderen Kanonen können wir uns aber gleich holen, wenn wir wieder getarnt sind. Ich hätte gern die Ärgerkavallerie hier. Franklin, komm mal hier rüber. Wir müssen hier ein bisschen ärgern. So, Bruce hat mir auch schon zu viele Leute verloren hier. Der kriegt es einfach von allen Seiten. Peabody. Ah, Peabody ist einfach zu weit. Hier ist so wenig Wald. Schritt zurück vielleicht. Wird es besser mit dem Wald? Halt. Genau. 78 haben wir ein bisschen was gewonnen. Hier aus 74. So, beide Kavallerie dahin. So, Munitionswagen ist empty. So, hier waren Kanönchen. Vielleicht schaffen wir es, dass die Kanonen sich umdrehen und denken, hey Mann, da ist ja ein ganz gefährlicher Typ. Wo sind die hin? Da. Die greifen wir einfach mal an. Und vielleicht schicken sie uns ja noch Martin runter oder so. So, die Kanonen drehen sich. Drehen sich. So, der läuft, das heißt, unsere Kavallerie wieder zurück. Ich hab da dann sollte getan. So, jetzt reicht's mir. Attacke, jetzt reicht's mir hier. Wir müssen weg. Oh, Harrison hat auch aufgegeben. Scheiße. Ich dachte, hätte ich nochmal einen Attacke. Ich wollte eigentlich, dass sie schnell nach Hause rennen hier, aber nö, das wird wohl nicht der Fall sein, ne? Um Bruce zu unterstützen.
Los, der Pound muss laufen. Dürfen wir jetzt nicht noch kurz vor Ende hier Hazen weghauen. Dürfen die nicht. Das ist einfach nicht möglich. Ja, möglich schon, aber das dürfen sie halt nicht. Weil sie sind jetzt schon, die machen die letzten motivierten Angriffe hier quasi. Und Bruce ist noch hier der Einzige, der uns diese Linie hier hinten noch so Platz hält. Die hervorgehobene Spitze quasi, die wir hier opfern. So, Major Kent Baxter wurde verwundet. Schön. Freut mich. Er ist ja gar nicht. Ah, schade, ich habe gehofft, dass der da läuft. Das läuft ja gar nicht. So. Hört auf, so motiviert zu sein. Geht einfach nach Hause. So, halt noch ein Nissennest. Das ist doch so ein Nissennest. Halten Sie Pittsburgh Landing. Ja, ich halte doch hier schon alles Mögliche. Ach, machen wir auch nochmal. Ach, wir müssen uns weiter zurückziehen. Oh. Wir müssen unsere letzte Verteidigungslinie bei Pittsburgh Landing errichten. Wenn die Rebellen sie überrennen, ist alles aus. Sie werden uns umzingeln und vernichten. Hm, das ist schön. Ah, das war das. Die Panzerschiffe USS Taylor, USS Lexington stehen unweit am Ufer von Pittsburgh Landing bereit, um uns zu unterstützen. Sie werden sämtliche Feinde, die zu nahe kommen, unaufhörlich bombardieren. So, das ist schön. Für die Feinde, aber nicht schön für mich. So, das heißt, diese Seite wird zuerst aufbrechen. Kanonen werden es nie im Leben schaffen. Nie im Leben. Nie im Leben, aber schicken wir mal vor. So, Supplies. Aber zacki. So, Leute, schickt das Arbeitsamt. Ich weiß. Tack, tack, tack. Laufen. Alle hierhin. Gas geben. So, Heinrich. Du, ich bewege mich da auch mal hin. Los. Müsste sich ja eigentlich alles da bewegen. Ja, ich weiß nicht, ob die Kanonen rechtzeitig eintreffen werden. Müssen die erstmal abprotzen oder aufprotzen. Und dann los. Und Bruce kriegt gerade dermaßen auf die Nase, dass er gleich nach Hause läuft. Das ist scheiße. Bruce läuft, Sherman, hol ihn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Force, du musst hier unseren Rücken decken. Gegen die zitternde Einheit. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Hier auf einmal alles hin. Oh, diese Kanonen sind einfach zu langsam. So, dann kommen wir einen Schritt zurück. Der Wald wird nämlich wieder interessant. So, Baxter, ach, Baxter gehört zu den Kanonen.
Auch die ziehe ich nochmal zurück. Kanonen brauchen eh am längsten. Weeks. Wenn wir keine Kanonen haben, brauchen wir auch keinen Munitionswagen. Ich habe nur Angst, dass sie mit ihrer Kavallerie uns dann killen. Hier den Motivierten töten. Komm da raus, töte ihn. Er muss laufen. So, ich schick mal Sherman mal darüber. So, Pound läuft immer noch nicht, das ist der Hammer. So. Ah, dahin sind noch Einheiten. Okay. Ah, jetzt kriegen sie von denen Staten einen drauf. Nee, das ist ganz doof. Kommen wir wieder zurück. Und zurück. So, Kanonen sind auf dem halben Weg. Das ist ganz gut. Und machen wir Pause. Kann ich diese Schiffe bewegen? Habe ich mich damals schon gefragt. Nein, kann ich nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. So, es ist natürlich echt doof, dass wir da nur schwache Einheiten haben. Dann laufen dahin. Obwohl, du nimmst die Seite. Ja, du gehst dahin und du gehst dahin. Haben wir die Mauern bemannt? Kanonen sind immer noch nicht da. Sind auf der Höhe von General Sherman. Das ist natürlich nicht schön. Weil die Kanonen hätte ich natürlich gerne mit dabei. Die können wir echt gut da brauchen. So, da wir hier gerade die Spitze von denen weggenommen haben, haben wir uns noch ein bisschen Zeit erkauft. Zurück in den Wald. Ist ja nur noch Pittsburgh Landing halten, ne? Ich guck nochmal nach. Nur noch. Sandfield hatten wir vorhin nicht. Aber zurzeit müssen wir nur Pittsburgh Landing halten. Wie schaut's aus? Du stehst schon mal echt scheiße. Darum gehst du jetzt darüber. So, um euch zu motivieren, braucht ihr nicht mehr laufen. Ne, ihr könnt gehen. Leonard gefällt mir eigentlich nicht. Aber komm, was soll der Geist? Anna. So, ich werde euch eine größere Einheit nochmal verbessern. Oder so. Schon mal hier hin. Die decken dann den nächsten Rückzug. Weil ich glaube, alles auf einmal können wir nicht einfach wegschieben. Das wird nicht gehen, denn dann passiert sowas, was gerade passiert. Scheiße. Zurück. Und Feuer. Das war
war doof von mir. Ich dachte, das würde funktionieren. Schade. Wir kommen gleich hinterher. Oh Gott, oh Gott, das wird nichts. Das wird nichts. Da kommt einfach zu viel. Penrose wird komplett zerstört werden, die Einheit. Das tut mir leid. Die laufen durch. Das tut mir leid, die laufen durch. Oh, die Kanonen sind immer noch nicht da. So, das erste Paar Kanonen ist da. Du kannst gleich darüber. Das zweite Paar Kanonen ist da. Du kannst darüber. So, bitte einmal nachladen. Nähler hat auch gleich eine Einheit drauf gekriegt. Die sind auch kurz vorm Laufen. So ein Scheiß. Nailer, es wäre toll, wenn du in den Wald gehst. Penrose, ab in den Wald. Die Position nehmen wir nicht mal ein. So, die Kanonen sind gleich da. Das ist der letzte Fluss gewesen. Das muss es jetzt gewesen sein. Ich ziehe sie jetzt zurück. Zurück und ich ziehe sie zurück. Gibt's doch nicht, dass sie schneller sind als meine Leute. Hält der Wald mich auf oder was? So, ich habe die 3 vergessen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Laufen. Hopp, 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 hopp. Bewegt euren sexy Arsch. So. Dann holen wir uns die nochmal schnell weg. Die müssen ja laufen. Das sind ja Leute. So, Hammer. Haben wir die nochmal mitgenommen. Die da auch nochmal wegholen. Und rüber. Ah, die Kanonen sind gleich da. So. Bruce, es tut mir leid, du musst hier rüber. Leonard befreien. Was haben wir noch? Hazen. Du gehst hier für Wickham. Ah ne, Wickham ist ja gar nicht an der Mauer. Wer ist denn an der Mauer hier? Schäfer. Geh weg. Da kommt Hazen ran. So, du kommst auch zurück. Da kommt dieser Mann ran. So. Ihr formiert euch hier. Das ist natürlich nicht doof. Ach komm, ihr geht einfach jetzt auch bitte zurück. Ich wollte hier nur die Kavallerie ärgern. Das ist so gerade, glaube ich, der Negativmoment oder das Schlechte im Wald. Es dauert einfach zu lange, bis man sich zurückzieht, glaube ich. So, Leonard macht Platz. Bruce geht rein. So, dann unterstützt du dann hier die Seite. Schäfer unterstützt hier.
Wickham unterstützt hier. Wo ist der Punkt? Der ist hier. Natürlich doof. Einmal hier hin und du dahin. Ja, ich habe hinten noch Kavallerie, ich weiß. Ich schütze mal, wo holen wir die am besten hin? Vielleicht können die hier nochmal ein bisschen Kanonen oder Supplies, irgendwas holen. So, Kanonen, hier sind Freiwillige. Da, den feindlichen Gibson, der muss sterben. Wenn wir keinen Mel Gibson haben, die dürfen ihn auch nicht haben. So, Force, genau, das ist ein guter Punkt, den Wald, falls sie mich hier von der Seite kommen. Ich glaube, ich habe das damals gemacht. Du dann dahin. Und du unterstützt hier. So, da haben wir noch gerade was aufgedeckt. Feindliche Kavallerie. Interessiert mich nicht weiter. Deckung habt ihr hier überhaupt? In den 80er Bereich, ja? Okay. So, ihr super Kanonenschiffe. Bitte mal einmal zerledern. 41 Kanonen, nee. Man sieht leider nicht, wie viele Kanonen das sind. Würde mich mal interessieren. Zum nächsten Punkt. Wir müssen doch irgendwo noch feindliche Kanonen sein. Siehst du, der Gibson hat den Jackson aufgestachelt. Der Gibson muss fallen. Einmal hier auf den Motivierten. Oh, was ist hinter uns? Und das ist schlecht, das ist schlecht. Zurückziehen, zurückziehen. Ah, oh, Wheeler, es tut mir leid. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da hinten noch was ist. Da wollte ich hin. Zu den drei Kanönchen. Gut, dann erstmal wieder zurückziehen. Ich glaube, Wheeler nehme ich raus. Wheeler, du bleibst erstmal hinten. Nicht, dass wir Harrison. Harrison haben wir ja komplett verloren. Das will ich eigentlich nicht. So. Wenn der dann auf Gibson. Bitte mit auf Gibson. Ah. Du nicht. Ihr müsst bitte auf den. Ja, der läuft gleich. Der läuft gleich. Haben wir hier einen Sherman? Sherman bitte hier. Oh! Die laufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist denn überhaupt Heinrich? Heinrich ist da vorne. Okay. Ich glaube aber mehr, dass wir einen Heinrich in der Mitte brauchen, so ein bisschen. Falls Hazen läuft, Hazen, Hazelbrugger hier. Unsere einzige Verteidigungslinie. Vielleicht sollten wir da nochmal eine schwache Einheit hinpacken. Ja, haben wir eigentlich hier nochmal. Peabody kommt hier hin. Ich hoffe eigentlich, dass es hier mal so die Leute die Zähne ausbeißen. Also. Wo hat der immer noch hier Jason Statham hier? Die 2000 Mann her. Gibt's doch nicht. Oh, der zieht da echt Einheiten zusammen. Ja, genau. Auf den Statham. Hier bitte auf den. Der ist mir zu groß. Ich mache hier mehr Verluste als ich muss mehr Leute kriegen. Ich brauche Leute und Offiziere.
Ich sehe auch ganz viel Empty Mod. Das ist nicht gut. So, Anderson läuft. Hau rein, Anderson. Und dafür kommt Martin. Was haben die hier vor? Wollen sie jetzt mehr von links kommen? Das ist natürlich eine doofe Idee von denen. Tja, versuchen wir es nochmal. Ne, komm, die Kavallerie lasse ich jetzt raus. Mal ein bisschen vor. Ja, es ist halt ein gegensätzliches Zerfetzen. Aber Statham, da der Haupt gerade, der ist nicht mehr motiviert. Das gefällt mir. So, wir haben hier 1, 2, 3 kleine Einheiten, falls er läuft. Ich hätte hier mehr Kanonen hinstellen sollen, glaube ich. Macht es noch Sinn, die umzustellen? Ich glaube nicht. Hier links ist mir einfach zu viel Kruppzoll. Da sind so 5000 Mann, 6000 Mann roundabout. Die, wenn sie einfach auf die Idee kommen, hier weiter rumzulaufen, ich ein ganz großes Problem habe. Wenn natürlich hier jetzt Einheiten nach Hause gehen, oder zurückgehen, dann müssten die ja vielleicht von links danach ziehen. Einfach mal mit so einem Flieger aus dem Vietnamkrieg einfach mal so einen Napalm. Hätten wir keine Sorgen mehr hier. Hätten wir Pittsburgh Landing 0,x gesichert. Aber naja, das dauert. Das haben wir ja nicht. Leider. Die haben immer noch den Gibson. Der muss fallen. Ich muss gerade an diesen Patriot-Film denken. Der hieß doch Patriot, ne? Mit Mel Gibson. War zwar auch falsche Zeit, war ein bisschen, ich glaube, ein paar Jahre davor. Ein paar Jahre. Ist gut. Ah, der Gibson, da kaum sagt man es, greift er an. Nein, Gibson, böser Gibson. Hör auf damit. Geh weg, geh weg. Ja, er kommt und räumt auf. Schitte. Auf den Gibson bitte. Alle auf den Gibson. Penrose, mehr auf Gibson. Der läuft. Ja, alles rein da. Alles rein. Ich mag diesen Weapon und ich mag Braveheart, aber diesen Gibson mag ich hier nicht. So, dann Penrose übernehmen. Nicht irgendwas Besseres? Weißt du was? Bruce, komm mal dahin. Peabody, nimm das da mal. Ich glaube auch Penrose wird nicht damit glücklich werden. So, McCooks Division, Division von Bulls Corps ist da. Halten Sie die Anlegestelle. Major General, irgendwas wurde verwundet. Oh, Verstärkung. Verstärkung. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist quasi. Jetzt kommen sie. So. Wir werden gleich von hier an sauber machen. Hier werde ich so lassen, wie es ist. So, was haben wir hier? Kanonen. Eine Kanone. Das ist ja nichts hierher. So. Da haben wir unser Mel Gibson. Ein Kirk und ein komischer Name. So, ich hätte gerne euch alle hier. Das macht mir immer noch Sorgen. Jetzt haben wir Gibson auf unserer Seite. Jetzt haben sie verloren. Jetzt gewinnen wir 100 pro. Jetzt haben wir mehr Gibson. So.
Hat der noch Munition? Ist auch schon empty. Da das nicht meine Leute sind, gehe ich da jetzt auf volles Risiko, auf vollen Gegenangriff. So, dass wir die Seite hier entlasten. Sollen sie sich gern mehr auf diese Seite konzentrieren? So, mein Freundchen, du gehst mal rein. Aber volle Latte. Attacke. Kirk, ja, wir machen hier weiter Rumschlag. Und du gehst mir da viel zu nah ran. Komm mal lieber hier so rum. Oder nichts. Ah, Kirk, komm mal ein bisschen da zurück. So, er hat den Wald auf seiner Seite, das gefällt mir gar nicht. Oh! Der böse Gibson ist wieder da. Was habt ihr in Deckung? 52 oder so. Nee, war das nicht hier irgendwie so? So, jetzt gibt's hier ein Sandwich. Der muss da gleich laufen. Zum Nahkampfspezialist? Sieht man das irgendwie? Nee, ne? Er hat da bestimmt 100%ig Deckung. Hätten die nicht eher kommen können, hätte ich meine Leute nicht so verpulvern müssen. Ich habe sie ja überall verpulvern müssen. Es ist viel zu viele Männer sind von mir gestorben. Viel zu viel. Die haben alle Frauen und Kinder. Keiner denkt an die Kinder. Kirk, Captain, Gibson lassen wir weiter laufen. Und wenn Kirk, Captain Kirk bereitsteht, dann lassen wir diesen komischen... Was soll das sein hier? Rosso? Rosso? Irgendwas Französisches, was ich nicht aussprechen kann. Genau, auf den feindlichen Gibson. Auf den feindlichen Gibson. Alle Mann auf Gibson. Ach, hier vor hätte man Kanonen hinstellen können. Das sehe ich jetzt erst. Schön. So, die laufen. Das heißt, Ihmchen kann schon mal ein bisschen weiter dahin. So, und da beginnt die Entlastung. Sie sind nochmal motiviert, sie schicken was los. Der nächste Tag. Verfickte Scheiße. Ich dachte, das wär's jetzt endlich. Eieiei. Jetzt geht das Video schon so lange. Es tut mir leid. Ja. Ich mach nochmal einen Break. Mach mir nochmal einen Kaffee. Oh, ist ein bisschen spät langsam für Kaffee. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne mal ein, ja, ein Abo oder ein Kommentar oder ein Like. Es gibt auch irgendwo eine Glocke, die könnt ihr auch läuten. Die Kriegsglocken. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.